Hoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. Das ist Legend, nicht 6. Ich wollte nicht so viel unterbrechen, deshalb habe ich ein bisschen langsam gefahren. Ich war hier so viel. Du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Ah. Humpf. Okay, drück mal hier rauf. Um einen Zwist unter den Rittern zu vermeiden, rief Artus auf Merlins Drängen die Tafelrunde ein. Diese war ein Tisch von weder quadratischer noch rechteckiger, nein, von runder Form. Er war ein Symbol der Gleichheit und Einigkeit und von ihm bezogen die Ritter auch ihren Namen. Die Ritter der Tafelrunde. Okay. Ich hoffe, ihr schreibt mit. Jedes Wort. Okay, das ist irrelevant anscheinend. Können wir was mit euch machen? Nur. Wir können hierauf drücken. Singet den Heiligen Gral. Diese Vision vom Kelch Christi erschien Artus und seinen treuen Rittern. Sogleich machten sich einige von ihnen ich sehe nicht, sehr gut. Woher wissen Sie das? Okay, das wollte ich nicht. Gute Frage. Eigentlich, also. Ich nehme es einfach mal so hin, dass ich jetzt da runtergefallen bin, weil ich kann wieder hoch. Ich wollte eigentlich nicht da runter. So versammelte König Artus die größten Ritter seines Reiches. Ich höre mal ein bisschen mehr zu. Als Vorbilder der Ritterlichkeit und Tugend dienen sollten. Wohlgemut kamen sie und eine solche Versammlung war nie zuvor gesehen. Und das Reich war erfüllt von Jubelgesang. Das ist für alles da wie eine Elektroschocktherapie. Ich glaube eher, dass es ihm gut tut. Lass uns mal gedrückt. Okay, ich kann da reinspringen. Wahrscheinlich ist überhaupt der einzige Grund, warum hier unten was ist. Weil ich da runterfallen könnte und dann wieder hoch. Ich kann mal unten gucken, ob es da noch was gibt. Mit unserer Lampe. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich niesen muss, ey. Unangenehm. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich habe mir gerade nur das Outfit von Lara angeguckt. Sieht irgendwie komisch aus. Aber so random rot an den Ärmeln. Okay, sieht doch blau an den Füßen. Allgemein komisches Outfit, aber gut. Okay, wir haben zwei Optionen, sehe ich gerade. Die hier was tun, wo was im Weg ist. Also hier ranspringen und dann daran, aber da kommen wir nicht weiter. Könnte ich versuchen, was rauszuziehen. Oder ist das hier drin? Und dann gibt es hier drin noch was. Ich würde sagen, wir springen erstmal hier rein. Ich habe fast F gedrückt. Ich habe F gedrückt. Ist das falsch? Das geht ja nicht. So, ein Bronzeschatz. Okay, ich habe gewartet, dass ich hier Sachen kaputt machen kann, aber nö. Muss ich hier einfach raufschießen oder so? Kann ich mir erstmal meine Lampe angucken oder? Okay. Das verstehe ich nicht so recht. Also ich kann da ziehen, aber es bringt mir nichts. Okay. Ganz ehrlich, ich habe das so gut abgefangen, indem ich einfach da lang geglitscht bin. Und dann sterbe ich einfach. Trotzdem. Danke für nichts, Spiel. Okay, ich muss einfach nur schnell sein. Ich habe es doch beim ersten Mal verstanden. Ich war nur wenig schnell genug und habe es dann nicht richten können. Warum hält sie nicht mehr fest? Merlin würde sich im Grab umdrehen. Dann müssen wir den Schatz hier nochmal holen. Das ist ja mehr
Ja. Das ist lächerlich. Kann es sein, dass du lächerlich nicht von charmant unterscheiden kannst? Wenn ich im Zielmodus auch nach vorne laufen drücke, ziehe ich nach oben. Ich meine, verstehe ich irgendwie, weil man dann in halt so einem Zielmodus bei alten Spielen ist das ja so, aber trotzdem ist das irgendwie komisch. Okay, ich würde sagen, dann ignorieren wir die anderen Dinger. Muss ich mich einfach nur festhalten und warten, dass es runterfährt? Okay, wir kriegen trotzdem Fallschaden. Ah, ich bin blöd. Ich verstehe, was ich tun soll. Ich soll dann gleich wieder zurückspringen, damit ich dann danach wieder ja, da reinspringen kann. Da ranspringen kann. Meine Güte. Und so. Was trug sie zu mit Excalibur, dem Schwert der Legende? Merlin brachte Artus zum magischen See, auf dem die Herren des Sees lebte. Aus ihrer Hand empfing Artus Excalibur, das Schwert, das nicht zerbrochen werden konnte, weil es von Magie beschützt wurde. Die Herren des Sees? Erinnert mich so ein bisschen an Witcher. Das war zu einfach. Okay, da will ich vermutlich nicht runter. Ich würde wieder hochkommen. Okay. Wegschießen? Schließlich verfiel Merlin seiner Liebe zu Nimue, die er die Magie lehrte. Doch schon bald setzte die Hexe ihre Macht gegen ihren Geliebten ein und verbannte ihn in eine Felsenkammer. So war Merlin nicht an Arthurs Seite, als jener gegen Mordred kämpfte. Wohlan, es scheint, als wären auch die weisesten aller Männer nicht vor Narrenteien gefeit. Tja, selber schuld, Merlin. Trau nie einer Frau? Nein, glaub nicht an Magie. Hm. So, hier sehe ich aber immer noch was. Ich glaube, das ist auch ein Bronze-Ding. Mir fällt es, dass ich einfach da durchhuschen kann. Archäologie ist eine Metapher. Okay. Wieder was gelernt. Okay. Warum ging das nicht so gut? Jetzt kann ich auch weiterziehen. Immer war schon wieder buggy anscheinend. Krieger, alles das römischer Würdenträger. Die Legende könnte verschiedene Ursprünge haben. Hier sollte eigentlich die Wahrheit hinter dem Mythos erklärt werden. Aber das ist nur ein Lager. Das ist mit Y-Button. In diesem Laden gab es bis jetzt so wenige Wahrheiten. Warum sollte es hier welche geben? Der einzige sachliche Beleg für die Artus-Sage wurde zerstört, bevor das hier alles gebaut wurde. Sei nicht so streng mit Professor Worth. Immerhin hat er für die Renovierung des Museums den langweiligsten Ausstellungsraum geschlossen. Okay. Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Da oben habe ich was rausgezogen. Da komme ich aber nicht hin. Ja, was soll ich hier machen mit Y? Soll ich hier rangehen oder was? Ja, und dann? Du meinst bewegen mit... Also nein, benutzen mit E und nicht mit Y. Ah, okay, jetzt kommt hier random. Ach, mein Controller ist an, deshalb.
Das ist natürlich blöd. Ich mach mal aus. Ich wollte gerade schon sagen, wieso sagt mir immer die falschen Tasten? Aber theoretisch können sie ja mit dem Controller spielen. So, jetzt ist es aus. Mal gucken, was er jetzt sagt. Ja. Ich tippe auf, dass wir da lang sollen. Ist die Frage, ob ich hier auch hochkomme, ne? Vielleicht kann ich mir auch was bauen. Okay, das war es nicht. Vielleicht auf F. Okay, was kann ich noch drücken? Okay, E ist ausstellen. Das muss ich mir langsam mal merken. Was drücke ich denn noch alles? G. H ist auch heben. Okay, J ist runterlassen. Gut zu wissen. Ich denke mal, ich muss mal eine Brücke selber bauen. Ja, Kamera wäre echt super. Also das finde ich echt ein cooles Minispiel. Also Minispiel. Weiß nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Aber das habe ich auch in GTA gerne gemacht. Dann geht es ja noch, da gab es ja auch am Anfang eine Mission, wo man Waffen klaut aus dem Depot von den Soldaten oder sowas. Oder von der Armee. Und ja. Ich frage mich gerade, wieso wir das machen sollten. Wir können also theoretisch, wenn wir nicht das machen, was ich jetzt gerade hier mache, hätten wir doch einfach drüber springen können. Okay, gut, dann bin ich anscheinend viel zu weit hinten noch gewesen, um die Dinge aufzuheben. Und irgendwas macht hier gerade noch Geräusche, als würde das Tor irgendwie aufgehen oder so. Jetzt habe ich es aber, oder? Genau. So, ich setze mal runter. Und hoffen mal, dass es reicht. Das ist knapp, aber wir haben es geschafft. Ah, das muss das Büro des Professors sein. Das ist genauso schäbig wie sein Ruf. Das musst du gerade sagen. Der Professor schreibt hier, dass König Arthurs Grab, über dem das Museum errichtet wurde, eine Fälschung ist. Ach was. Wenigstens weiß er, dass ein Museum nur für Touristen ist. Aber Professor Worth war sicher, dass der Sarkophag hier von Arthurs Zeitgenossen platziert wurde, um Diebe von der tatsächlichen Grabstätte abzulenken. Die es nicht gibt. Da ist der Professor aber anderer Meinung. Ja, dann nehmen wir es mal mit. Ich dachte gerade, das ist ein Goldding, was anscheinend nur ein Silberding. Okay, gut, das hat fast so funktioniert. Aber ich finde es gut, dass man da einfach Lore bekommt, die man einfach komplett verpassen kann. Hallo, es ist ich. Das ist definitiv nicht Arthurs Grab. Das wissen wir schon. Wie kommst du darauf? Ich habe in meinem Leben genug Gräber gesehen, um ein Kenotaph zu erkennen. Ein was? Ein Ablenkungsmanöver. Das sieht doch ein Blinder. Dieser Ort verbirgt etwas. Eine Leiche? Nein, eben nicht. Vom Alter her ist er authentisch. Aber das Alter selbst ist nicht authentisch. Und was soll es heißen? Sie sagte, der Sarkophag stammt etwa aus dem 11. Jahrhundert. Damals entstand auch die Artus-Legende. Der echte Artus lebte aber 5 Jahrhunderte früher. Der Sarkophag ist also alt, aber nicht alt genug. Da drin könnte sonst wer liegen. Oder gar niemand. Nein, hier muss noch was anderes sein. Soll ich hier mit runterfahren jetzt? Also das können wir vorstellen. Dass ich dann deshalb die Dinger da wegfahren soll. Damit die mich halt zu der Lore da oben auch direkt leiten. Damit der Spieler denkt, jo, ich hab was geschafft und hier. Was mache. Ich würde es gerne mit der rechten Maustaste runterfahren. Aber das geht leider nicht. Ich glaube, es war auf dem Controller besser gelöst. Da gab es nämlich, glaube ich, rechter Trigger und rechter Right Shoulder und Right Bumper oder sowas, wenn ich das richtig gelesen habe. Das wäre echt cool. Nein, nein, nein. Noch ein bisschen lenken. So, jetzt hier rüber. Einfach durchhämmern. Na also, schon besser. Cool. Sei vorsichtig und mach bitte
Alistair. Vorsicht ist mein zweiter Vorname. Freut mich übrigens, dass du jetzt auch glaubst, hier könnte was sein. Einfach durchfahren vielleicht, weil das sieht nicht so... irgendwie öffnen können. Ja, wie wohl? Okay, das ist ganz lustig, aber macht irgendwie so den Fallenpunkt kaputt, wenn man hier mal durchfährt, aber gut. Ist was anderes auf jeden Fall. Oh Gott, Alter, ich habe gerade meine Hand von der Tastatur nehmen wollen. Alles klar bei dir? Ich wollte es lieber langsam angehen lassen. Das hättest du dem Gabelstapler sagen sollen. Okay, wie komme ich da hin? Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen sollte. Also ich könnte versuchen, hier rauf zu kommen. Aber wir öffnen mal unser Ding. Gehen wir auf den Modus. Ich sehe dann halt irgendwie nicht, dass ich da rankomme. Okay, das geht kaputt. Das ist ja nicht so gut, das kaputt. Okay, das wollte ich nicht. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal... obwohl, ich schaffe den Sprung wahrscheinlich nicht. Ich wollte auch gar nicht da runter. Ich wollte nämlich eigentlich mich noch ein bisschen bewegen und dann hier ranspringen. Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Okay. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Ach Junge, ich töte mich lieber. Weil es aber nicht funktioniert hat. Also, weil es einfach mega buggy war. Okay, nehmen wir so hin. Vielleicht muss ich mich da wirklich fallen lassen? Sei vorsichtig, Lara. Bitte, Alistair. Ich muss mich konzentrieren. Ja, beruhige dich, Alistair. Ich sehe gar nichts. Sonst darfst du nicht mehr bei mir vorne sitzen. Meine Güte, ey. Okay, komme ich denn... hier komme ich nicht lang. Okay, das ist auf jeden Fall schon mal weggefallen. Das heißt, wir kommen nie wieder raus. Und wie ich da oben rankommen soll? Gar keine Ahnung. Also ich würde sagen, das kriege ich nicht mehr hin. Also hätte ich irgendwas anderes machen sollen. Da vorne sehe ich auf jeden Fall was. Okay, das geht nicht. Vielleicht hier einfach runterfallen. Dann hier einmal rüber. Festhalten. Hier rüber wuseln. Gott, ey, das war knapp. Die Kamera ist natürlich jetzt wieder nervig, dass sie nicht mit reingeht. Dann einmal bitte raus. Einmal umgucken. Okay, da könnte ich ran. Hält er von irgendwas? Ich glaube eigentlich nicht. Nee, so. Ein bisschen schwingen. Es funktioniert mal wieder nicht. Also ganz ehrlich, dass der ganze Boden da irgendwie kaputt geht, ist so nervig. Weil das ist einfach mega buggy. Dann kannst du auch nichts mehr sehen. Und das ist irgendwie abhängig von wo du springst. Also, es funktioniert einfach gar nicht. Okay, jetzt nochmal hier hin. Dann fallen lassen, denke ich mal. Hier nochmal fallen lassen. Okay. Ich bin froh, dass du es geschafft hast. Ich auch. Aber das heißt nicht, dass ihr jetzt reden dürft. Okay, was ist da? Hier sehe ich nur 3. Okay, ich kann es bewegen. Okay, muss ich hier irgendwie ein Rätsel lösen? Ich weiß ja, dass es bewegbare Wände gibt, deshalb könnte das hier irgendwie relevant sein. Ich kann es nicht ziehen. Und weiter als eben gerade schieben geht es auch nicht, meine ich. Ne, so ist Maximum. Ich kann mal kurz die Lampe anmachen. Leider ein bisschen verschnupft heute.
Finde ich so cool. Aber da kann ich auch nichts mehr machen. Das heißt, vielleicht muss ich irgendwie im Laufe des Dings noch was tun. Weil das sieht auch irgendwie wichtig aus, aber ist es nicht. Egal, ich werde erstmal sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, ihr gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.